Dekadenter geht es kaum. Mitten in der Krise, mit einem gigantischen Ausbau des Kanzleramts ein Monument des eigenen Größenwahns setzen will, viermal so groß wie das Weiße Haus, neuer Hubschrauber-Landeplatz, zweite Kanzlerwohnung mit 250 Quadratmetern für Kanzler Olaf und 400 neue Büroräume inklusive. Kosten fast 800 Millionen Euro. Dekadenter geht es kaum.